ist der AquaVolta EOS Touch hier. Und als erstes möchte ich mal die Schutzfolie rausnehmen, abnehmen, damit er nochmal schöner glänzt. Das würde ich empfehlen, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie das Gerät behalten. Nach den ersten 2-4 Wochen, dann können Sie das sozusagen abnehmen, weil dann erst haben Sie sich entschieden, nach der Testphase es nicht zurückzugeben und somit gehört es Ihnen. Und Sie können es ja dann immer noch zurückgeben, aber solange die Folie drauf ist, ist es für mich natürlich besser, falls so ein Gerät zurückkommt. Aber ich kann euch sagen, EOS-Geräte kommen nicht zurück. Ich möchte hier jetzt mal in die Menüführung reingehen. Also man sieht, hier ist schon eine Uhrzeit eingestellt. Man kann die verschiedenen Uhrzeiten natürlich einstellen. Egal wo man drauf drückt, startet dann das Bildschirm. Und da kann man jetzt die verschiedenen Stufen auswählen. Der hat 5 Stufen und zeigt hier im Display verschiedene Werte an, nämlich den pH-Wert, den ORP-Wert. Das zeigt an, wie viel Millivolt, das heißt, ist das Wasser geladen mit Elektronen, also negatives Vorzeichen, wie eine Batterie, in dem Fall 0,56 Volt ist es geladen. Und hier ist noch Durchflusssensor, der ist natürlich essentiell, das ist wie Tachometer im Auto. Und Filter 1, Filter 2 bedeutet, er zählt nicht das Wasser, was insgesamt ins Gerät reingeht, sondern zählt nur, was wirklich hier oben rauskommt. Und deswegen nicht wundern, 3000 Liter, das ist sozusagen insgesamt 4500 hereingeflossene Liter. Das ist nicht wenig, für Filter 2 auch. Genau, so kann man dann die verschiedenen Stufen vorab schon mal einstellen, bevor man dann das Gerät anmacht. Die sauren Stufen haben wir, das sind 4 Stufen, saure Stufen. Und da stehen natürlich andere Werte dort vorprogrammiert. Das sind vorprogrammierte Werte, diese pH- und Redox-Werte und so. Das heißt, die müssen nicht unbedingt stimmen. Das ist eine Sache, wie man diese einstellt. Das werden wir noch gesondert dann zeigen an einem Beispiel. Aktuell möchte ich jetzt mal in die Feinjustierungen gehen. Dazu geht man oben rechts, Mode. Und dann sieht man eben, kann man dann mal hier hin, das ist jetzt ein Waiting Screen, das heißt, man kann sozusagen, wenn er in Standby geht, kann man den ganz schwarz machen oder man kann die Uhrzeit anzeigen lassen. Dann drückt man hier auf, also man kann dann so eine Einstellung hier verändern, ja? Und wenn man was verändert, muss man hier Confirm, das heißt, man bestätigt das Ganze. Dann geht man in die nächste Einstellung, das ist die Lautstärke, machen wir jetzt mal für die Kamera lauter, bestätigen wir, gehen wir in die nächste Einstellung. Das ist, wenn ich durchgehend abfülle, nach 10 Litern würde er jetzt dann stoppen und eine Selbstreinigung machen. Das heißt, der hat verschiedene Kalkschutzmechanismen, nämlich einmal, dass er, wenn Sie das Wasser fließen lassen haben und dann auf Off gedrückt haben, polt er sich dann innen drin um für ein paar Sekunden und lässt dann dieses umgepolte Wasser rausfließen. Jetzt hat er noch als zweite Möglichkeit, dass falls man sozusagen größere Mengen Wasser auf einmal abfüllt, soll er sich dann irgendwann in die Reinigungssituation begeben. In dem Fall wären es 10 Liter basisches Wasser aus dem Auslass heraus. Dann würde er stoppen und sich selber reinigen. Das heißt 30 Sekunden saures Wasser machen. 20 Liter, 30 Liter, 40 Liter kann man verschiedene Liter angeben. Ich würde da nicht groß, weil keiner zapft so viel auf einmal ab. Das ist Eingangswasser-pH-Wert, das heißt, den können Sie nochmal ändern, aber ich würde es so lassen, wie es voreingestellt ist. Grundsätzlich haben wir alle Werte schon bereits voreingestellt, ich würde da nicht viel ändern, weil das bedeutet, je niedriger dieser Eingangs-pH-Wert ist, den wir der Anlage sozusagen sagen, was das Eingangswasser hat, desto stärker arbeitet er. Wenn ich das jetzt höher machen würde, würde er in seinem Prozessor dann dementsprechend die Werte nicht mehr so stark machen. Jetzt haben wir hier die verschiedenen Feinjustierungen der verschiedenen Stufen. Ja? Ich kann jetzt sozusagen jede Stufe nochmal in Sachen, wie viel Spannung da wirklich am Ende anliegen soll, feinjustieren. Hier ist jetzt 63, also das maximal mögliche ist 70 beim hier EOS Touch. Und jetzt gehen wir zum nächsten. Das sind dann hier die ORP-Stufen, die er anzeigt. Ja? Kann man auch dann genau, da kann man jetzt das Ganze nochmal kalibrieren, sozusagen. Aber ich würde da nichts machen dran. Und das waren jetzt die Funktionseinstellungen. Ja, mehr gibt es nicht.
Das heißt, jetzt haben wir alle Funktionseinstellungen mal eingestellt. Ich würde euch empfehlen, da nicht sehr viel zu machen. Und dann gehe ich jetzt hier in Systemeinstellung. Da kann man die Sprache einstellen, zum Beispiel Englisch. Wir haben es in dem Fall jetzt mal Deutsch. Wenn man was verändert, dann muss man da drauf drücken natürlich. Hier, das ist dann die Uhrzeit. Da kann man noch die Uhrzeit verändern, wenn man will. AM oder PM-mäßig. Die hier, ja, Minute. Konfirmieren und die Versionsinformation seht ihr. Dann haben wir hier noch die Additional Function und das ist nochmal wichtig, falls mal irgendetwas nicht stimmt, der On-Off-Knopf lässt sich nicht drücken. Das ist hier ein Touch-Display, ist schon bisher so 4-5 Mal passiert bei Kunden. Da kann man dann hier in der Bedienungsanleitung gleich als erstes die Reset-Methode sehen, wie man das macht. Das führe ich dann gleich vor, aber dann zeigt er auch dann eben, wo, wie es installiert werden soll, aber alles auf Englisch. Also wir haben eine deutsche Bedienungsanleitung, die ist schon sinnvoller. So. Da wird dann angegeben, was basisches Wasser und saures Wasser genutzt werden kann. Aber jetzt gehen wir mal da aus dem Modus heraus. Das sind hier, das ist das ganze Menü, was ich euch gerade gezeigt habe. Dann geht man ins Hauptmenü rein und warten, bis er jetzt ausgeht. Und dann werde ich euch die Reset-Methode zeigen. Um den Reset durchzuführen, nehme ich den EOS Touch vom Strom, indem ich den Stromstecker abstecke. Man kann ihn auch unten ausschalten am Hauptschalter, aber ich habe ihn jetzt mal abgesteckt, 10 Sekunden. Und jetzt drücke ich hier drauf, in die untere rechte Ecke, gleich nach dem Anstecken. So circa 10 Sekunden zur Sicherheit. Jetzt drücke ich in die obere Ecke, da sieht man ein Plus in der oberen Ecke. Halten. Wieder so 8 bis 10 Sekunden. Dann weggehen. Und dann ist unten jetzt wieder auch ein Plus. Und den auch jetzt wieder gedrückt und halten. Wieder 8 bis 10 Sekunden. Und jetzt ist er wieder auf Werkseinstellungen zurück. So viel zum EOS Touch. Ich hoffe, die Menüführung ist einigermaßen jetzt verständlich. Ich würde eben empfehlen, nicht so viel daran zu verändern. Die Wartung des EOS Touch ist sehr einfach: Entkalkung und Filterwechsel. Und dazu wird es ein zusätzliches Video geben. Gordo pá da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira.